willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute ein bisschen mit euch über das Thema Studium, Neustart in einer neuen Stadt, Uni, das ganze Thema reden und gerne dann die Unterhaltung auch in den Kommentaren unten weiterführen. Ich bekomme nämlich so gut wie täglich Nachrichten von euch, die mir schreiben, ich fange im Herbst mein Studium an, ich habe irgendwie Angst davor, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich das mit dem Uni-Stress eigentlich hinbekomme, dass ich keine Freunde finde. Kannst du mir irgendwelche Tipps geben oder was auch immer? Und ich dachte mir, ich kann natürlich keine Tipps für jeden geben, weil jeder ist da unterschiedlich, aber ich kann vielleicht einfach ein bisschen von mir erzählen, wie es mir so ergangen ist und vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen die Angst nehmen und vielleicht eher ein bisschen die Vorfreude geben, weil so die Uni-Zeit ist eigentlich eine sehr coole Zeit und die sollte man genießen und sich darauf freuen und nicht irgendwie Angst davor haben oder sowas. Ich würde sagen, ich fange einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Ich wohne jetzt schon seit über 2 Jahren in Hamburg, das ist mir eben aufgefallen. Es ist so krass, wie schnell die Zeit einfach verflogen ist, dass jetzt schon 2 Jahre rum sind. Das ist echt unglaublich und es hat sich bei mir erst relativ kurzfristig entschieden, dass ich hier nach Hamburg komme. Ich hatte nämlich noch eine zweite Option offen, nämlich Berlin. Und wer das jetzt gerade alles mit Studium und Uni-Bewerbung sowas mitgemacht hat, weiß vielleicht, dass diese ganzen Bewerbungsfristen und Abgabezeiten und sowas ziemlich nervig und manchmal sehr undurchsichtig sind. Und da muss man erst die eine Frist abwarten, bis man da eine Antwort bekommt, bevor man der anderen Uni wieder zusagen kann. Und ist auf jeden Fall alles ziemlich kompliziert. Und deswegen hat es sich auch erst, ich glaube, so vielleicht 3, 4 Wochen, bevor das Studium hier in Hamburg losgegangen ist, bei mir wirklich entschieden, dass ich hier hinkomme. Und deswegen hatte ich auch gar nicht so viel Zeit, mich vorher hier großartig irgendwie einzuleben oder eine Wohnung zu suchen, was auch immer. Und deswegen habe ich mich hier erstmal für dieses Wohnheim entschieden, hier hinzuziehen. Ich hatte zum Glück schon in der Zeit vorher ein bisschen mich umgeschaut, wo man so wohnen könnte und habe mir vorher auch schon dieses Wohnheim hier angeschaut und deswegen habe ich hier dann relativ schnell einen Platz auch bekommen. Ich dachte mir einfach, so ein Wohnheim ist für den Anfang vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich vorher halt zu Hause gewohnt habe und eigentlich auch ein Mensch bin, der nicht gern alleine ist und auch jemand ist, der ja dann doch schnell sich unwohl fühlt, wenn er alleine ist oder wenn er ja in so einer ungewohnten Umgebung ist und noch nicht so viele Leute kennt. Und deswegen dachte ich, ein Wohnheim ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil hier habe ich Leute direkt nebenan und man lernt vielleicht schneller Leute kennen. Und das war auf jeden Fall auch eine sehr gute Entscheidung für mich und hier auch wirklich sehr gute Freunde kennengelernt habe, mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin, obwohl sie mittlerweile auch ausgezogen sind. Aber man hat einfach direkt so ein, ja, so ein kleines Zuhausegefühl, wenn man halt seine Nachbarn kennt. Und ich bin dann mit denen auch zum Sport gegangen und ja, das ist auf jeden Fall für den Anfang eine sehr gute Lösung und dann kann man immer noch gucken, ob man eine andere Wohnung findet. Ich hatte einfach nicht die Zeit, mich nach einer WG zum Beispiel oder einer richtigen Wohnung umzuschauen. WG kann natürlich auch immer cool sein, wenn man da Glück hat mit seinen Mitbewohnern und da richtig coole Leute findet, die einen dann direkt auch mit einbeziehen und vielleicht die Stadt zeigen können oder dann so ein bisschen in deren Freundeskreis mit aufnehmen. Da muss man halt immer so ein bisschen Glück haben. Es gibt super tolle WGs, da läuft alles. Man kann aber natürlich auch genauso ein bisschen Pech haben, wenn man sehr unordentliche oder ja, Leute hat, die sehr viel Party machen oder was auch immer, ein bisschen anders sind als man selber. Aber eine WG ist natürlich auch immer was Gutes für den Anfang, würde ich sagen. Zum Beispiel findet man da viel über WG gesucht in anderen Städten und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist das bestimmt auch eine ganz gute Lösung. Ich glaube, für mich wäre eine komplett eigene Wohnung am Anfang gar nicht so gut gewesen, weil ich wirklich ein bisschen Zeit gebraucht habe, bis ich mich hier sehr wohl gefühlt habe und wie gesagt eher so der Familienmensch bin. Für mich war es am Anfang wirklich relativ schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte zu der Zeit auch noch eine Fernbeziehung, was es natürlich alles nicht gerade sehr viel leichter gemacht hat. Aber ich habe es halt immer sehr vermisst, so mit meiner Familie zu essen, einfach ja auch meine Mama immer da zu haben, mit der man mal quatschen kann oder was auch immer. Und dann ist man halt so auf sich alleine erstmal gestellt. Aber das kriegt man auch alles hin, das ist eine Gewöhnungssache und mittlerweile wohne ich auch super gerne alleine
und ja, brauche auch irgendwie so ein bisschen meinen Freiraum. Ich bin zwar auch immer noch super gerne zu Hause, aber ja, freue mich auch immer, wenn ich dann wieder in meine eigenen vier Wände komme. Aber es ist ganz normal, wenn man sich am Anfang ein bisschen unwohl fühlt. Klar kennt man noch nicht so viele Leute, man kennt die Stadt vielleicht auch noch nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber da muss man vielleicht einfach mal die Zähne zusammenbeißen und ja, so eine gewisse Zeit durchziehen. Ich würde sagen, bis ich mich so hundertprozentig hier in Hamburg wohlgefühlt habe, hat schon so ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann mich wirklich hier zu Hause gefühlt habe. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, je nachdem, ob er halt auch so ein Familienmensch ist wie ich oder besser alleine klarkommt. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber mittlerweile fühle ich mich hier super wohl. Es ist eine Traumstadt für mich und ja, ich bin super happy, hier gelandet zu sein. Genau das Gleiche beim Thema Uni und ja, Studium. Viele schreiben mir immer, was ist, wenn ich keine Freunde finde? Was ist, wenn ich dann alleine in der Uni hocke? Und da kann ich euch eigentlich nur sagen, jeder hat diese Gedanken vorher. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Leute, die super entspannt daran gehen und sagen, ja, läuft schon alles. Jeder denkt sich vorher irgendwie, wie wird das alles sein? Aber am Ende sind ja alle in der gleichen Situation. Keiner kennt die anderen und jeder ist irgendwie darauf aus, neue Freunde zu finden. Und deswegen seid einfach offen, seid locker, seid ihr selber und dann werdet ihr auf jeden Fall eure Leute finden. Und da müsst ihr euch auf gar keinen Fall Gedanken machen, dass ihr dann am Ende da alleine seid. Vor allem finde ich, so an der Uni sind die Leute einfach schon, dadurch, dass man schon älter ist, generell offener und es bilden sich nicht so schnell irgendwie Gruppen wie in der Schule, wo man dann Angst hat, man ist irgendwie Außenseiter oder sowas. Also ich finde, so an der Uni sind die Leute generell immer sehr, sehr offen und locker. Und zum Thema Studium und ja, so den Uni-Alltag bewältigen. Erstmal würde ich euch sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ihr nach dem ersten oder wenn es auch das zweite Semester ist, merkt, es ist irgendwie doch nicht sowas für euch. Woher sollt ihr das hundertprozentig wissen, dass genau das Studium was für euch ist? Ich finde generell so dieses G8 mit diesem Jahr, dass man früher fertig ist, ein bisschen schwierig, weil es gibt einfach die wenigsten, die da schon wissen, was sie hundertprozentig machen wollen später. Und ich würde eigentlich jedem raten, nach der Schule erstmal ein Jahr vielleicht Praktika zu machen oder ins Ausland zu gehen, einfach um so ein bisschen mehr rauszufinden, was möchte ich wirklich machen, was ist das Richtige für mich. Ich habe in diesem Jahr Praktika gemacht, was für mich super gut war, weil sich da gezeigt hat, dass das, was ich eigentlich vorhatte zu studieren, gar nicht so meins ist. Ich wollte nämlich eigentlich eher so in die design-gestalterische Richtung gehen. Aber während meiner Praktika habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich doch gar nicht so das ist, was ich machen möchte. Deswegen war es für mich super hilfreich und man entwickelt sich in diesem Jahr einfach auch noch so persönlich sehr viel weiter. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem raten, nach der Schule erstmal ein Jahr sozusagen Selbstfindung zu machen. Und selbst nach diesem Jahr ist es nicht schlimm, wenn man nach dem ersten oder zweiten Semester merkt, oh, das ist doch nicht mein Ding. Dann kann man auch immer noch mal neu anfangen, weil es bringt ja nichts, dann 3-4 Jahre zu studieren für was, was man überhaupt nicht toll findet. Ich meine, wir haben einfach die Freiheit, dass wir uns das aussuchen können, worauf wir Lust haben. Wir können das werden, was wir wollen. Und ja, das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Und ich denke auch, solange man halt was hat, wofür man wirklich brennt und was einem wirklich Spaß macht, dann schafft man es auch, den Uni-Stress und die Klausuren zu bewältigen, weil ihr studiert ja freiwillig, ihr habt es euch ja im Grunde freiwillig ausgesucht, euch darin weiterzubilden. Und wenn man halt was hat, wofür man wirklich Interesse hat und wofür man wirklich brennt, dann macht es ja auch Spaß, sich da reinzuhängen und zu lernen und alles Mögliche. Und deswegen würde ich mir nicht schon vorher Gedanken darüber machen, dass ihr vielleicht da in den Klausuren untergeht oder sowas. Und selbst wenn man mal eine Klausur nicht schafft oder eine Klausur schieben muss, dann ist das auch völlig okay. Dann holt man die halt später nochmal nach oder schreibt sie nochmal oder was auch immer. Also ich kann euch eigentlich nur als Tipp geben, macht euch vorher nicht zu viele Gedanken, macht euch nicht zu viel Kopf. Ich weiß, das ist immer leichter gesagt als getan. Ich bin auch so ein Mensch, der sich über alles immer sehr viele Gedanken macht und sehr viel drüber nachdenkt und alles sehr kompliziert macht. Und am Ende denke ich mir so, warum habe ich mir jetzt so viel Gedanken darüber gemacht? Es ist doch alles gut gelaufen und es ist total unnötig, sich da ja, irgendwie groß Angst zu machen oder sowas. Freut euch einfach auf die Uni-Zeit, weil so eine Zeit kommt im Grunde im Leben nicht nochmal, wo man so viel ja, Zeit auch noch
für anderes hat, wo man noch keinen festen Job hat, wo es viele Partys gibt, wo man einfach noch ja, so frei sein kann und das machen kann, worauf man Lust hat. Und auch wenn ihr in eine neue Stadt zieht, probiert so viel wie möglich zu unternehmen, die Stadt zu erkunden. Vielleicht sucht ihr euch einen coolen Nebenjob, wo ihr auch nochmal neue Leute kennenlernt. Probiert einfach auch so ein bisschen so aus eurer Comfortzone zu gehen und mal Leute anzusprechen einfach, die zu fragen, wollen wir irgendwas machen. Manchmal ergeben sich daraus dann die coolsten Sachen oder man lernt dadurch dann auch andere Leute kennen. Also ja, man muss sich einfach ein bisschen ja, selber vielleicht auch mal in den Arsch treten. Ich hoffe, ich habe jetzt über alles geredet, worüber ich reden wollte. Ich habe einfach mal so drauf loserzählt. Ich habe mir überhaupt keinen Gedanken gemacht, was ich eigentlich so wirklich erzählen will. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt gerade dabei seid, in eine neue Stadt zu ziehen, wie ihr euch gerade fühlt, was ihr studieren werdet. Fragt mich auch noch Sachen oder ja, schreibt mir einfach eure Erfahrungen, eure Gefühle gerade in die Kommentare. Und ihr könnt gerne eine kleine Unterhaltung in den Kommentaren dann anfangen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen die Angst nehmen, ein paar Tipps geben. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und Freude beim Studium, beim Neustart, was auch immer ihr jetzt gerade vorhabt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!